Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Wir nehmen uns heute die Seite 725 vor, beenden Kapitel 7 und beginnen Kapitel 8. Und ich möchte davor mit euch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, hilf uns, dein Wort heute zu verstehen. Hilf uns, die Geschichte zu verstehen, denn du hast sie aufschreiben lassen, damit wir daraus Lehren ziehen und Vertrauen gewinnen, dass dein Wort so eintrifft, wie es vorausgesagt ist. In deinem Namen danke ich dafür. Amen. Wir haben heute ein paar spannende Geschichtsfakten vor uns und ich hoffe, ich schaffe das alles in dieser kurzen Zeit euch zu erzählen. Wir haben ja gestern davon gelesen, dass das Volk Israel, das Nordreich, vernichtet werden wird durch König Salmanasser. Samaria wird durch ihn untergehen und heute geht es weiter mit der Botschaft an den König Ahas und wie es dann mit Juda weitergehen wird. Es heißt in Vers 17 in Kapitel 7, der Herr aber wird über dich, über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage bringen, wie sie niemals gekommen sind, seitdem Ephraim von Juda abgefallen ist, nämlich den König von Assyrien. Also Jesaja spricht hier zu Ahas und er sagt, nicht das Nordreich, das du so fürchtest, das sich nämlich mit Aram verbündet hat, wird dich bedrohen und dich letztendlich zu Fall bringen, sondern es werden die Assyrer sein, mit denen du dich gerade eingelassen hast und verbündet hast, um gegen das Nordreich zu kämpfen. Denn es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr die Fliege, die an der Mündung der Ströme Ägyptens ist, und die Biene im Land Assyrien herbeipfeifen. Und sie werden herbeikommen und sich alle niederlassen in den Schluchten und in den Felsspalten und auf allen Dornhecken und allen Weideplätzen. Zu jener Zeit wird der Herr durch das gemietete Schermesser von jenseits des Euphratstromes, nämlich durch den König von Assyrien, das Haupt und das Haar an den Beinen abrasieren, ja auch den Bart wird er wegnehmen. Das gemietete Schermesser, das sind die Assyrer. Gott mietet sich dieses Schermesser, also die Assyrer sind ein Instrument in Gottes Hand, um Gericht walten zu lassen. Und gesagt wird hier, dass sie das Haar an den Beinen und den Bart abrasieren werden. Und der Bart war ein Zeichen der Würde. Es ist eine Schande, wenn der Bart abrasiert ist. Und Gott wird das Volk Juda demütigen, indem ja, die Assyrer auf sie zustürmen. Und er benutzt dieses Bild des abrasierten Bartes. Der Demütigung. An jenem Tag wird es geschehen, dass ein Mann nur eine Kuh und zwei Schafe am Leben erhalten kann. Und es wird geschehen, sie werden so viel Milch geben, dass er Dickmilch essen kann. Denn Dickmilch und Wildhonig wird dann jeder übrig gebliebene im Land essen. Dickmilch und Honig waren einfache Lebensmittel. Es waren rudimentäre Lebensmittel. Und Jesaja sagt hier voraus, ihr werdet nicht viel haben, ihr werdet gerade so viel haben, dass ihr überleben könnt. Und zwar wer? Nur der Überrest, nur die übrig gebliebenen werden sich noch davon ernähren können. Und es wird geschehen an jedem Tag, dass jeder Ort, wo 1000 Weinstöcke im Wert von 1000 Schekel Silber standen, zu Dornen und Disteln werden wird. Man wird nur mit Pfeil und Bogen dahin gehen, denn das ganze Land wird zu Dornen und Disteln werden. Und keinen der Berge, die man jetzt mit der Hacke behackt, wirst du mehr betreten, aus Furcht vor den Dornen und Disteln. Man wird das Rindvieh dorthin treiben und sie von Schafen zertreten lassen. Also es wird brach liegen. Das ganze Land wird nicht mehr ackerbaumäßig benutzbar sein. Kapitel 8. Und der Herr sprach zu mir, nimm dir eine große Tafel und schreibe darauf mit deutlicher Schrift. Bald kommt Plünderung, rasch Raub. Und ich will mir glaubwürdige Zeugen bestellen, Uriah den Priester und Zacharia den Sohn Jeberechias. Und ich nahte mich der Prophetin und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach der Herr zu mir, nenne ihn bald Plünderung, rasch Raub. So, hier müssen wir Stopp machen, denn hier stecken so viele Dinge drin. Diese Botschaft, bald Plünderung, rasch Raub, finden wir ja in Vers 3 wieder. Jesaja und seine Frau bekommen einen Sohn. Die Frau Jesajas wird ja auch als Prophetin genannt werden. Und sie nennen ihren Sohn bald kommt Plünderung, rasch Raub, genauso wie die Botschaft, die Gott dem Jesaja gibt, die er verkündigen soll. Dieser Name heißt
Maher Shalal Hashpas. Und das ist der Name des Sohnes Jesajas und gleichzeitig die Prophezeiung für das Volk Juda. Denn ehe der Knabe wird sagen können, mein Vater und meine Mutter wird der Reichtum von Damaskus und die Beute Samarias vor dem König von Assyrien hergetragen werden. Das heißt, der kleine Sohn, Maher Shalal Hashpas, wird noch nicht mal richtig sprechen können, da wird diese Prophezeiung bald kommt Plünderung, rasch Raub, das heißt, die Assyrer kommen und wollen Juda platt machen, wird es schon eintreten. Und der Herr fuhr fort, zu mir zu reden und sprach, weil dieses Volk das stillfließende Wasser Siloas verachtet, dagegen Freude hat an Rezin und an dem Sohn Remalias, siehe, so wird der Herr die starken und großen Wasser des Stromes über die bringen, den König von Assyrien mit seiner ganzen Herrlichkeit. Der wird sich über all seine Flussbetten ergießen und über alle seine Ufer treten. Ja, Jesaja hat hier dieses Gespräch mit Ahas und er sagt ihm, die Assyrer werden kommen. In Form von Sanherib, er wird dann der König sein, der Jerusalem bedrohen wird und Juda bedrohen wird. Es war also in Kapitel 7, im Vers 17 war es Salmanasser, er wird Samaria stürzen. Zuvor war es der König Asarhadon. Asarhadon hat im Kapitel 7 eine Umsiedlung vorgenommen. Er hat quasi Heiden angesiedelt im Gebiet vom Nordreich und Leute abtransportiert, die dort gelebt hatten. Und hier in Kapitel 8 ist der König Tiglath-Pileser III. Am Werk und er wird dann sich dem Südreich, er wird sich Juda vornehmen und Juda zerstören. Und es heißt weiter, in Vers 8, und er wird daherfahren über Juda, es überschwemmen und überfluten bis an den Hals wird er reichen und die Spanne seiner Heerflügel wird die Breite deines Landes erfüllen, Immanuel. Der Herr ist mit uns, das ist eine wichtige Botschaft. Wir benutzen ja den Namen Immanuel vor allem auch für Jesus, aber hier ist dieser Name auch ein Sinnbild dafür, dass der Herr trotzdem und immer noch und dennoch mit dem Volk Gottes sein wird. Ich möchte noch einmal zurückgehen dazu, dass Jesaja seinen Sohn genauso nennen wird wie die Botschaft. Denn das hat ja nicht nur Jesaja getan. Auch Gott nennt seinen Sohn Jesus, Immanuel, so wie die Botschaft, die er seinem Volk mitgeben will. Immanuel, Gott ist mit euch. Jesus, ich bin der Retter. Und hier kann man quasi auf wunderbare Weise sehen, wie das Wort, die Botschaft, Fleisch wird. So wie die Botschaft der Rettung in Jesus Fleisch geworden ist, so ist hier der Sohn Jesajas ein Vorschatten darauf. Denn auch er nennt seinen Sohn wie die Botschaft, die er verkündigen will und muss. Vers 9, schließt euch zusammen, ihr Völker, ihr werdet doch zerschmettert, heucht auf, ihr alle in fernen Ländern, rüstet euch, ihr werdet doch zerschmettert, ja rüstet euch, ihr werdet doch zerschmettert, schmiedet einen Plan, es wird doch nichts daraus, verabredet etwas, es wird doch nicht ausgeführt, denn Gott ist mit uns. Also diese Zusicherung ist da, Gott ist mit uns, Immanuel. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt, und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Das Volk Gottes hat sich gefürchtet vor einer Verschwörung. Es hat diese Verschwörung von Aram und dem Nordreich Israel als große Bedrohung angesehen. Aber Gott sagt, nein, nennt das doch nicht die eigentliche Verschwörung. Das ist nur die kleine Bedrohung. Die viel größere Bedrohung kommt erst noch. Das sind die Assyrer. Den Herrn der Herrscherin, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Lasst uns das eine Lehre sein, dass wir
nicht die kleinen Probleme zu großen Problemen erklären, sondern dass wir im Auge haben, das große Bild, das Gott zeichnet in der Bibel, das er durch seine Propheten uns gegeben hat, dass wir das große Bild ja nicht vergessen, dass es eine Wiederkunft geben wird, dass es eine Endzeit geben wird, dass sich viele Dinge erfüllen müssen. Und wenn uns Widerstände entgegenwehen, dann sollten wir daran denken, dass alles in einem großen Triumph Gottes enden wird. Das ist die gute Botschaft, das ist die Emmanuel-Botschaft. Lasst uns dafür beten. Lieber Herr Jesus, es werden Zeiten auf uns zukommen, die wir uns nicht, ja, jetzt noch nicht zu träumen wagen. Zeiten, die schwer sein werden. Zeiten der Entbehrung, Zeiten des Krieges, Zeiten der Bedrängung und Bedrohung. Herr, gib, dass wir immer das große ganze Bild sehen und im Blick haben und dass wir wissen werden, dass am Ende du triumphieren wirst, indem du wiederkommst und uns nach Hause holst. In deinem Namen. Amen.